Guten Abend, liebe Kryptoinvestoren. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Mittwochabend erlebt. Und in dem Punkt schauen wir auf Bitcoin, schauen wir auf den Kryptopreis. Was tut sich da gerade? Was sind die wichtigsten Informationen, die wir für uns wissen sollten? Und wir werden auf ein Thema eingehen, was ich persönlich so ein bisschen schwierig finde zu interpretieren. Ja, schauen wir nämlich auf Bitcoin. Wir werden nämlich auch Themen behandeln rund um MetaMask, denn da gibt es Updates zu, die du unbedingt wissen solltest. Wir werden auch nochmal auf Quant eingehen und so ein paar Side-Informationen. Wie immer wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video und wenn du noch nicht abonniert bist, tu es gerne, supportet mich und auch diesen Kanal. Und wenn du im Freundeskreis Leute hast, die diese Informationen durchaus wertschätzen würden, dann schick dieses Video gerne weiter, supportet mich ebenfalls. Und wenn du eine andere Sichtweise hast, dann schreib es gerne in die Kommentare, lass uns da in einen Austausch übergehen. Ich würde mal sagen, wir starten mit diesem Video. So, schauen wir auf Bitcoin aktuell, sehr, sehr überkauft. Ich gehe davon aus, dass wir noch sinken werden. Dennoch habe ich noch einen weiteren Grund, warum ich davon ausgehe, dass wir womöglich ein bisschen sinken werden. Denn viele haben sich ja gewundert, woher kam eigentlich dieser große Pump eigentlich her? Das war für viele so ein bisschen die Frage, woher kam eigentlich A, dieses ganze Volumen und B, diese ganze große Nachfrage nach Bitcoin, weil wir einfach zu schnell in kürzester Zeit gestiegen sind. Und schauen wir da mal auf die Liquidierung, dann sehen wir, dass tatsächlich ab dem 13. Januar wir sehr, sehr, sehr viele Liquidierungen hatten. Und viele sagen jetzt, hey, Moment mal, dieser ganze Bitcoin-Preisanstieg, das war eigentlich ein Short-Squeeze, nichts anderes. Und schauen wir mal da nämlich genauer auf die einzelnen Liquidierungen, dann sehen wir, dass tatsächlich zwischen oder ab dem 15. Januar sehr, sehr viele Liquidierungen mit einhergegangen sind, was eigentlich für uns als Investoren ein Signalpunkt ist, wo wir sagen können, dieser ganze Pump, den wir jetzt erlebt haben, war aufgrund eines Short Squeeze, wo einfach die einzelnen Liquidierungen in Future-Märkten dazu geführt hat, dass man zu einem höheren Preis Bitcoin nachkaufen musste. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir, wie gesagt, in einem sehr, sehr überkauften Modus sind und wir erstmal nicht den Turnaround sehen werden. Wir vielleicht nochmal diese kleine Korrektur bekommen, aber dennoch dürfen wir halt nicht sagen, ne, dass der ganze Kryptomarkt komplett untergeht. Die Performance nach wie vor für alle Kryptoprojekte ist sehr, sehr gut. Wir haben, wenn wir auf die letzten 30 Tage übergehen, sehen wir eigentlich nur noch Gainer und jetzt aktuell so ein bisschen im grünen Bereich. Und ich würde mal sagen, dass wir da auch dieselbe Sprache sprechen, wenn ich sage, dass wir alle oder viele von uns long-term investiert sind. Deswegen sind solche Bestandsaufnahmen, die tagweise abgebildet werden, für mich eher unrelevant. Was nicht unrelevant sein sollte und was nicht unrelevant sein darf, ist nämlich MetaMask. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt bewusst war, aber MetaMask kann man nämlich updaten. Und wir sollten es tun, weil mit diesem Update gibt es nämlich eine kleine Einstellung, die wir unbedingt durchführen sollten, weil diese Einstellung wird dich davor bewahren, dass du sehr, sehr viel Geld verlierst. Denn wir wissen ja, wie viel Schund aktuell im Kryptomarkt unterwegs ist. Die aktuelle Version ist 10.24.1. Dazu gehst du auf Chrome, suchst die Erweiterung und gehst auf Aktualisieren und dann ist die MetaMask auch soweit aktualisiert. Um die aktuelle Version zu identifizieren, gehst du auf MetaMask, gehst auf Einstellungen, auf Über uns und dann siehst du hier oben auch die aktuelle Version. Ich glaube, jetzt ist 10.2.3 die aktuelle Version, solltest du auf jeden Fall updaten, wenn du es noch nicht gemacht hast. Denn was ist so besonders daran? Das Besondere ist, mit dem neuen Update haben wir nämlich auch eine zusätzliche Funktion. Wir kommen, wenn wir es geupdatet haben, über Einstellungen, über experimentell, haben wir hier einen neuen Button, den wir unbedingt aktiviert haben sollten. Warum sage ich das Ganze eigentlich? Wir müssen dazu nämlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Es geht um die Dapps, mit denen wir interagieren, sei es jetzt Uniswap, Pfannkuchen-Swap, Pancake-Swap und auch Sushi-Swap und alle anderen Gerichte-Swaps, die wir auch haben, Burger-Swap und wie auch immer. Da ist nämlich was Spannendes. Sobald wir mit dieser Dapp interagieren, müssen wir unsere Bestätigung ja darüber geben, dass wir mit dieser Dapp auch interagieren dürfen. Ich glaube, euch als Investoren sollte bewusst sein, dass wenn wir mit einem Uniswap oder Pancake-Swap interagieren, dann gibt es immer im Hintergrund die Frage, wie viel Geld wollen wir eigentlich mit dieser Dapp eigentlich transferieren? Wie viel Volumen wollen wir überhaupt machen? Sind es nur $100, sind es nur $1000 oder sind es vielleicht 100.000 Millionen Dollar? Das weiß diese Dapp eigentlich nicht. Deswegen wird immer ein Approvement gegeben, was unlimited ist. Das sehen wir hier.
geh mal bitte auf Etherscan oder auf Binance Scan, wie auch immer, und schau dir die Approvements einfach mal an. Dann siehst du, das ist Unlimited, das ist Unlimited. Also wirklich viele, viele, viele Unlimited-Projekte. Apropos hier, $100, das war aber auch dieser Vorverkauf von diesen Amazee Sneaker, was ich gar nicht gemacht habe. Ich habe nur mein Approvement gegeben. Aber vieles ist hier Unlimited. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Dapp, die mit dir interagiert, mit deiner Wallet interagiert, eigentlich eine unbegrenzte Approvement bekommen hat, dass wenn nur mal als Beispiel wir mit einer Dapp interagieren, die vielleicht schädlich sein sollte und wir automatisch Unlimited geben, dann könnte der Betrüger rein theoretisch dieses ganze Geld, was drauf ist, komplett rausziehen. Und genau diese Einstellung, jetzt wird es nämlich spannend, wenn wir jetzt die Dapps haben, wo wir jeweils Unlimited Approvement gegeben haben, wie jetzt bei PancakeSwap Unlimited, kann ich mit dieser Dapp unlimitiert Trades setzen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann werden wir über MetaMask trotzdem nochmal gefragt, wie viel Geld willst du eigentlich jetzt mit dieser Dapp hin und her transferieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt $1000 habe und ich möchte meine $1000 USDC in $1000 BNB umtauschen, dann werde ich hier nochmal gefragt, wie viel willst du eigentlich jetzt ausgeben? Sind es nur $100 oder $1000? Auch wenn PancakeSwap ein Unlimited Approvement hat, werde ich trotzdem nochmal gefragt. Und das ist nämlich der Punkt, wo es Betrüger schwer haben werden, wenn du mal irgendwann mal auf Sachen reinfallen solltest, wo du versehentlich etwas anklickst und dann erscheint MetaMask und da steht, bitte unterschreibe doch mal bitte, und du klickst da versehentlich rauf, ist ja wie gesagt alles schon passiert in der Vergangenheit, dann könnte dich das hier nochmal davor schützen, dass du auch wirklich nur das Geld nutzen wirst, wo du wirklich sagst, das will ich nutzen. Und in dem Punkt finde ich das persönlich eine sehr, sehr starke Sache. Dieses Video solltest du definitiv weiterleiten, auch besonders für Leute, denn Sicherheit steht in Krypto an oberster Stelle und über Sicherheit gibt es nichts mehr, meiner Meinung nach. In Krypto reicht nur diese eine Sekunde aus, diese eine Sekunde, wir können 10 Jahre lang erfolgreich sein, aber diese eine Sekunde, wenn wir mal vieles zu tun haben und dann werden wir gefragt, es ploppt auf und wir bestätigen das in unsere Routine und dann ist es auch schon erledigt, ne? Und eine Millisekunde später hat eine Smart Contracts dann das ganze Geld abgeführt. Und das könnte uns nämlich davor bewahren, da wirklich das auch auszugeben, was wir wirklich, wirklich wollen. Deswegen, ganz wichtig. Wir kommen zu Quant. Eine wunderbare Sache. Ich mache dazu nochmal ein separates Video. Dennoch ist das eine Info, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Denn was haben wir im Quant Overledger gesehen? Im Quant Overledger haben wir das Avalanche Testnet gesehen. Und hui, das sind riesige, riesige Informationen, meiner Meinung nach. Weil einfach das Quant Overledger neben Polygon und Ethereum nun auch Avalanche als Blockchain mit angebunden hat. Ist natürlich erstmal im Testnet, aber es beginnt ja irgendwo alles mit einem Test. Und bevor die Migration live ausgerollt wird, bin ich natürlich super, super spannend. Und was nämlich noch anstehen wird, ist, dass sehr, sehr viele Blockchains auf Overledger hinübergehen, weil einfach über Overledger vieles, vieles möglich ist. Dazu mache ich aber nochmal ein separates Video. Und nämlich eine letzte Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin überaus selbstreflektiert. Ich versuche wirklich viele Informationen aufzuarbeiten und auch den ganzen Tag Revue passieren zu lassen. Und es gibt da manchmal Momente, wo ich dann einfach über alles nachdenke, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Tatsächlich war eine Sache, eine Erkenntnis, dass durch Krypto ich mehr finanzielle Intelligenz oder mehr über finanzielle Bildung, finanzielle Intelligenz gelernt habe, als in der Schule, Ausbildung oder durch mein Studium. Und das war nämlich eine krasse Erkenntnis meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber durch Krypto habe ich sehr, 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 sehr viel gelernt, wenn es um Money Mindset geht, wenn es um Geld geht, wenn es um makroökonomischen Ereignisse geht. All das, was ich irgendwie nie in der Schule gelernt habe, was ich persönlich super, super schade finde. Aber gut, wie soll es nämlich auch sein? Ich hoffe sehr, dass du das genauso siehst wie ich und schreib mir gerne deine Gedanken und auch deine Sichtweise in die Kommentare. Und by the way, noch 2 wichtige Sachen. Vertraut nicht jedem in Krypto und kauft nicht alles, was ihr in eurem Feed seht. Und eine letzte, dritte Sache. Recherchiert, bevor ihr irgendwas einkauft. Bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderbaren Abend. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.